Herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinschaft, hier bei Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin vom Hause aus Sporttherapeut, über die Jahre Health- und Life-Coach, systemische Beratung und habe Functional Basics und die Bewegung Gesundheit ist für alle da kreiert, sodass du die Werkzeuge an die Hand bekommst, sodass du richtig glücklich, gesund, alt wirst. Was sind die Werkzeuge, die wir benötigen? Unter anderem einmal Bewegung. Und ja, die Qualität des heutigen Videos, mal gucken, das werde ich sicherlich nochmal aufnehmen, ist so ein kleiner Test. Ich möchte hier ein kleines Einführungsvideo machen für dich, sodass du weißt, was sich im Bereich Bewegung und was du hier erwarten kannst. Du bist gerade mit mir in meinem Wohnzimmer. Ja, du hast richtig gesehen, hinter mir steht ein Power Rack. Daneben ist das Wohnzimmer, beziehungsweise nicht das Wohnzimmer, sondern die Couch. Und das Equipment, was hier hinten steht, werden wir teilweise verwenden, teilweise auch nicht. Ich werde von den Workouts, die du hier in dem Rahmen findest, im Vorfeld immer die Übungen erklären und dann mache ich persönlich das Workout und du kannst direkt mitmachen. Das ist erstmal das Einführungsvideo dazu. Wenn wir Equipment verwenden, dann versuche ich das so minimalistisch wie möglich zu gestalten. Das heißt nicht, dass du dir so ein Power Rack kaufen musst oder das ganze Klimbim da hinten. Ich bin dadurch, dass ich auch Ausbilder bin im Bereich funktionelles Training und Faszientraining, möchte ich dir hier ja nicht erstmal alles ins Wohnzimmer stellen, sondern ich werde die Übungen größtenteils mit dem Körpergewicht machen. Werde dir aber auch Optionen zeigen, sodass du deine Intensität so gestalten kannst, dass du dich forderst, aber nicht überforderst. Und die Workouts werden wie folgt aufgebaut. Ich mache die jetzt seit vielen Jahren täglich, unter anderem hier in Leipzig, wo ich ja wohnhaft bin und wo wir das auch mit dem Winterbaden kombinieren und, und. Also falls du mir auf Instagram folgst, auf functional.basics oder meinen Podcast hörst oder Interviews, Events bei mir besucht hast über die Jahre, dann hast du das ein oder andere vielleicht schon mal mitbekommen. Und diese Workouts gehen 20 Minuten. 20 Minuten, es sind 5 beziehungsweise 6 Übungen. Diese Übungen werden 30 Sekunden absolviert, 10 Sekunden Pause, dann kommt die nächste Übung. Das heißt also 5 Übungen hintereinander. Davon machen wir dann 6 wie Art Zirkel oder haben wir 5 Übungen, 6 Übungen machen wir 5 Zirkel. Die Übungen orientieren sich an den natürlichen Bewegungsmustern. Also wir haben ein Drückbewegungsmuster bei, also was vom Boden wir uns wegdrücken oder Bankdrücken. Wir drücken was nach oben. Eine Zugbewegung bestenfalls, dazu komme ich gleich noch zu den Tools, die wir dann verwenden. Wenn wir was verwenden, dann sage ich das im Vorfeld an. Und ich verlinke es dir unten drunter, wo du es bekommst. Und Zugbewegung, wir haben eine Hüft- und Kniedominante Bewegung, also es wird sowas Richtung Kniebeuge und Ausfallschritte sein in verschiedenen Variationen. Wir werden eine Rotationsbewegung recht häufig mit einbauen für die Rumpfmuskulatur, eine Rotation bewusst oder auch unbewusst, also antirotatorisch arbeiten. Wir werden unter anderem, jetzt werden wir hier nicht durch die Wege laufen, also Fortbewegung fällt jetzt raus, aber Fortbewegung packe ich auch zum Herz-Kreislauf-System mit rein. Also es kann gut möglich sein, dass du eine Übung hast für das Herz-Kreislauf-System, die Mod mit drin ist. Es kann sein, dass wir einseitig etwas tragen, auch hier um die Lateralflexion zu trainieren. Und welche Übungen haben wir noch? Ja, lass dich in dem Fall da erstmal überraschen. Ich werde dieses Video vielleicht noch mal aufnehmen, weil vielleicht hörst du im Hintergrund das ein oder andere knallen, obwohl wir Böllerverbot 2021 Silvester haben. Also es ist Silvester knapp 20 Uhr, wo ich dieses Video aufnehme. Deshalb, es kann mal sein, und mein Anspruch ist es, ich mache ja eh täglich meine Workouts für mich selbst, um meine Myokine auszuschütten, also um mein Immunsystem was Gutes zu tun, um meine Muskulatur zu kräftigen, meine Gelenke zu pflegen und, Herz-Kreislauf-System. Deshalb kann sich das von den Lichtverhältnissen immer mal ändern. Ja, jetzt ist draußen dunkel, Winter, habe jetzt hier ein grelles Licht an. Nicht günstig für unseren Biorhythmus, aber hey, ich dachte,
wieso das am 1.1. machen, wenn es nicht auch am 31. geht. Ich werde die Übungen auch mal draußen machen. Vielleicht nehme ich dich auch mal mit zur Parkbank. Je nachdem. Das werde ich dir dann entsprechend. Und wenn du das Equipment gerade nicht hast, dann suchst du dir eins der Workouts aus, die sich dann täglich anhäufen werden, für dich das raus, was du gerade zur Verfügung hast. Lass mich kurz zu den Equipment kommen. Also bestenfalls hast du eine Matte. Irgendwas, wo es nicht dazu führt, dass du und fest bist. Du siehst, ich bin locker, geschmeidiger Hose und habe. Dabei würde es auch belassen oder würde ich es belassen. Also ich werde ja nicht nackt durch die Gegend turnen. Genau, wie du dein Workout machst, sei überlassen. Ich mache das barfuß, weil wenn du ich das vorher mal gesehen hast, großer Freund vom Barfußlaufen seit 2014, als ich mit Winterbaden, mit der Kälte begonnen habe, hat mich auch das Barfußlaufen ereilt und seitdem trage ich so gut wie keine Schuhe, außer im Winter, weil ich mir da schon mal ein paar Zehen angefroren habe und beim Fahrradfahren, weil ich da schon mal ein paar Mal absteigen musste und dann mit den Zehen ins Kiesbett oder eventuell mit dem großen Zeh beim Abrutschen beim Trainingsequipment transportieren in die Speichen vorne. Braucht kein Mensch. Ich schweife schon wieder ab. Wir sind beim Training. Das heißt, Füße gerne barfuß. Sprich vielleicht mit einem Untermieter. Wir werden vielleicht auch mal Hüpferchen drin haben oder ein Burpee. Ich zeige dir immer Variationen, wie du das gestalten kannst. Mein Ziel ist für jede Übung 3 Optionen. Eine Regression, Progression, eine Übung, die leichter ist, eine Übung, die schwerer ist. Die baue ich dann auch in das Workout ein, sodass du das ja, umsetzen kannst. Einen Matte-Hammer, dann brauchst du eventuell ein Gummi. Von den Tubes und Co. gibt es tausend und ein auf dem Markt. Vielleicht mache ich dazu mal ein Review, alles was so Home-Gym-Gedöns an zu Hause vielleicht haben könnte oder hat. Also ein Gummibändel würde ich dann aber extra nochmal sagen. Also wenn du ein Terra-Band hast, also ein einfaches Band, auf was du auf Zug bringen kannst, oder so eine Schlaufe, was du ziehen kannst, gibt es verschiedene Stärken. Kannst du ja mal die Kommentare, was vorrätig hast oder dazu Fragen hast, dann nehme ich dazu gern was auf. Das, Kettlebells lasse ich, die sind zwar ganz nett, also ich mache damit sehr gerne eigene Workouts, aber würde ich jetzt hier für die 20-minütigen Dinger erstmal weglassen. Also so habe ich das auch in der Ausbildung, erstmal so viel Equipment. Kann sein, dass du mal ein paar Gewichts Scheiben bräuchtest oder wenn du Hanteln hast, okay, das sind jetzt 1 Kilo Hanteln. Wir wollen ja hier unseren Körper fordern, nicht überfordern, aber fordern mit 1 Kilo. Okay, wenn ich jetzt hier 1 Minute kleine, federnde, oszillierende Bewegungen mache, dann könnte das vielleicht interessant werden. Kannst aber auch Trinkflaschen nehmen, füll die mit Beton, mit Blei, meinetwegen auch mit Steinen, dass du vielleicht bei einer Übung Gewicht. Equipment würde ich jetzt. Wenn du eine Klimmzugstange hast, ein Klettergerüst oder vielleicht ein Geländer, eine Treppe, wo du dich ranhängen kannst, Türrahmen geht auch, zeige ich vielleicht mal an einer Stelle, weil ich ein großer Freund bin, mich täglich aufhängen, durch das Powerwack. Wir sind vor kurzer Zeit aus dem Dachgeschoss gezogen, da hatte ich noch ein Klettergerüst mir in den Flur gebaut, da konnten wir quasi von Wohnzimmer, Küche ins Bad hangeln, wie ein Äffchen. Und dadurch, dass hier das nicht möglich ist, habe ich mir quasi das Ding hingestellt, sodass ich jeden Tag, jederzeit mal rumhängen kann, ein paar Klimmzüge machen kann und Co. Also wenn du das hast, ist nice, du brauchst aber nicht zwangsläufig für die 20 Minuten Workouts. Das wird zur Einleitung gewesen sein, also 5 bis 6 Übungen, a 30 Sekunden Belastungszeit, 10 Sekunden Pause. Es werden 5 bis 6 Übungen jedes Mal sein. Davon machen wir 5, 6 Durchgänge und dann bist du dann 20 Minuten durch. Ich verlinke dir hier irgendwo, mal gucken, noch ein Warm-up, was du im Vorfeld machen kannst. Das habe ich vor einigen Jahren mal aufgenommen, was alle Muskeln, Gelenke und Ketten erwärmt. Ist dir das zu schnell, machst es bei YouTube hier unten langsamer. Ist es dir zu langsam, machst es schneller. Kannst du da unten über das Zahnrad dir einstellen. Genau, das nehme ich gerade mit dem Handy auf, deshalb ist es wahrscheinlich Hochkant-Format. Ja, mir geht es darum, dass du Mehrwert hast. Ich stehe für Gesundheit, ist für alle da. Das heißt,
Qualität des Videos, das wird sich vielleicht für die Jahre in den Jahren dann oder Monaten, Wochen ändern. Aber für den 31.12.2021 denke ich, passt das. Okay, dann schau dir vielleicht gleich das erste Workout an. Zieh dir Hosen an. Also, ich meine damit, dass du Sportklamotten anziehst. Und dann legst du los. 20 Minuten ist ein Fliegenschiss am Tag. Und die kannst du dir sehr wahrscheinlich freischaufeln. Okay, dann viel Spaß.